Heute möchte ich euch den Jugendroman Ausgerechnet Muse von der Autorin Carola Wolf vorstellen. Jetzt fragt man sich natürlich, wie komme ich an einen Jugendroman? Ich muss zugeben, wenn ich jetzt in die Buchhandlung gehe, ist das nicht mehr so mein Abteil. Das Buch habe ich gewonnen bei einer Leserunde. Und wie ich darauf aufmerksam wurde, warum ich das denn unbedingt haben wollte, ist, dass mich ja sehr fasziniert diese Verbindung zwischen unserer Realität und dem Fantastischen, dem Mystischen. Und wie ihr feststellen werdet, das Thema konnte uns öfters ereilen in meinen Buchvorstellungen. Das lese ich wirklich sehr, sehr gerne. Das Buch ist erhältlich beim Fabulus Verlag. Kaufen kann man es natürlich überall, wo man Bücher kaufen kann. Also sei es Amazon oder gleich bei dem Buchhändler um die Ecke. Es ist über ISBN eingetragen, also lässt es sich überall bestellen oder kaufen sogar. Die Autorin lebt in Berlin, ist gelernte Buchhändlerin, hat einen Bachelor in englischer Literatur und hat für ihre Werke auch schon den einen oder anderen kleinen Preis gewonnen. In dem Buch geht es um die junge Apollonia Parker. Sie ist 17 Jahre alt und steckt noch mitten in der Pubertät. Und wir kennen das sicherlich von uns selbst oder vielleicht auch schon von unseren Kindern, je nachdem, wie weit es schon fortgeschritten ist. Apollonia ist direkt in dieser Phase von, sie möchte gerne selbstbestimmt leben. Sie möchte das tun, was sie will und nicht, was ihr andere vorschreiben. Auch wenn sie vielleicht selber noch nicht so ganz sicher ist, was denn das überhaupt ist und was sie definiert und wer sie selbst ist. Sie ist dann auch in diesem ganzen Strudel des Chaos von Emotionen und Plänen. Und sie kann es auch überhaupt nicht abwarten, endlich 18 zu sein, den Führerschein zu haben, mit dem Motorrad durch die Gegend zu fahren. Sowas möchte sie gerne machen. Allerdings ist Apollonia kein gewöhnliches Mädchen, sondern sie ist eine Muse. Musen, von denen hat bestimmt sicherlich schon der ein oder andere gehört, es sind die Schutzgöttinnen der Künste. Sie sind die Töchter von Zeus und Mnemosyne. Und einige Bekannte zum Beispiel, wir kennen vielleicht Thalia, das ist die Muse der Komödie. Oder wir kennen vielleicht auch schon mal gehört von Erato, das ist die Muse der Liebeslyrik. Oder es gibt zum Beispiel auch Urania, die Muse der Astronomie. Für Apollonia allerdings ist das Muse-Dasein eher ein Fluch. Es ist doch irgendwie für sie eher so eine Art Fessel, fast schon Sklaverei böse genannt. Weil es natürlich genau das, was sie möchte, eigentlich verhindert, dieses selbstbestimmte Leben. Ne? Immer einen irgendwie angehängselt zu haben, den sie fördern soll, das ist ja nicht das, was sie sich freiwillig aussucht, in ihrem Sinne. Trotzdem kommt es natürlich dazu, dass sie auf ihren ersten Schützling trifft und das ist der junge und begabte Gitarrist Nick. Und wie das natürlich in dem Alter so ist, findet Apollonia ihn total doof. Mädchen in dem Alter finden Jungs doof. Anscheinend. Also zumindest ist es bei Apollonia so. Und sie würde alles dafür geben, dass diese Verbindung nicht aufrechterhalten bleibt. Und ob das so eine gute Idee ist, das erfährt man im Laufe des Buches. Also ich muss sagen, das Buch ist extrem spannend geschrieben. Man liest es wirklich in einem Rutsch weg. Immerhin hat es schon 349 Seiten und die lesen sich wirklich flott davon. Trotzdem wirkt es jetzt nicht irgendwie schnell, 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 sondern es ist wirklich sehr gut durchdacht und überlegt und immer wieder zum Beispiel fließen auch griechische mythologische Aspekte mit in die Geschichte ein und werden auch erklärt, sodass man sie versteht, also man muss es nicht alles schon vorher wissen, es wird einem mitgegeben, aber ohne dass es irgendwie störend wirkt, also man wird nicht aus der Geschichte rausgerissen, sondern es verspielt sich schön in der Handlung. Und das finde ich toll. Also nichts ist schlimmer, als wenn man jetzt irgendwie mitten im Buch plötzlich 30 Seiten Aufsatz lesen muss über was ist denn griechische Mythologie. Weil das hilft ja einem nicht weiter. Man will ja auch wissen, wie die Geschichte weitergeht. Ne? Und deswegen, das hat wunderbar harmoniert und bildet auch einen schönen Rahmen in der Gesamthandlung. Was ein kleines Manko in dem Buch ist, was mir nicht ganz so gefallen hat, war, dass die Gegenspieler recht platt gezeichnet sind. Also ich mag sie lieber so detailliert und würde immer gerne mehr über sie erfahren, was ihre Beweggründe sind oder warum tun sie das und ne, sowas alles. Und das ist da eher nicht so. Sie sind da, sie sind böse, ja. Und sie sind auch gut böse. Also man kann das schon verstehen, dass sie da irgendwie im Weg stehen. Aber ich hätte mir mehr Detailtiefe gewünscht. Ansonsten muss ich sagen, das Finale ist wirklich kreativ und bombastisch. Also es ist
ja, was soll ich sagen? Man staunt. Es passt auch wunderbar zu dem Buch. Und im Großen und Ganzen ist das Buch wirklich sehr zu empfehlen. Also man muss dazu sagen, ja, es ist ein Jugendroman und es ist eher an Jugendliche so zwischen, weiß ich nicht, 14, 19 Jahre gedacht. Aber ich als Erwachsener sage, ja, man liest es aber auch gut weg. Und in einem Bücherregal für Fantasy-begeisterte Jugendliche sollte das Buch nicht fehlen. Das ist, kauft es euch, liest es euch. ja, deswegen würde ich sagen, das Buch bekommt von mir auf jeden Fall 4 von 5 Sternen.